Oh mein Gott! Headkid macht den Smug Dance! Einfach nur den oberen und den unteren Ton die ganze Zeit hin und her spammen und irgendwann macht sie den Tanz. Yay! Ach ja, übrigens. Wie sieht es eigentlich mit unserem Schiff aus, nachdem wir da 2 Missionen lang dran gearbeitet haben? Hier haben wir uns alle gekümmert, hier nochmal um alle gekümmert. Und auf einmal, Akt 3, schon das Finale. Die Stimmung sinkt. Und das nicht, weil wir leider das Kreuzerschiff verlassen müssen. Nein, weil wir gecrashed sind. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an die Titanic. Ich glaube, das ist auch eine Anspielung. Kann das sein? Ich glaube schon. Die Stimmung sinkt. Die ganzen Babys fallen gleich in den Boden. Also in den Meeresboden. Die müssen wir dringend retten. Was ist denn los, Captain? Nö. Was gibt's denn da hinten? Oh, lag, lol. Da hinten ist ein leuchtender Eisberg. Captain, was hat das zu bedeuten? Do I not look busy to you, pup? Go play somewhere. Let an old captain relax. The seals can handle things for a minute. Okay. Hopefully they've learned not to mess with the steering wheel by now. Okay. Er möchte gerade in Ruhe gelassen werden und sich den schönen Hintergrund anschauen. Wir sollen uns währenddessen um das Schiff kümmern, während er kurze Pause macht. Eine Minute Pause. Okay. Dann, wo ist der schnellste Weg? Muss ich kurz überlegen. Komm schon, ich hab das Level vorhin gemacht. Dann muss doch heißen, dass wir hier lang gehen können. Genau. Gehen hier lang. Jumpen dann hier den ganzen Weg runter. Hier sieht man auch schon wieder den Berg. Sieht man den mehrmals? Ich weiß es gar nicht. Okay. Ja, hier ist auch schon. Das erkennt man nämlich daran, dass die Tür so ein X hat. Daran erkennt man, dass man hier richtig ist. Bei der Kapitänskajüte, sag ich jetzt mal. Okay. Dann fahren wir mal. Oh, ich muss wirklich fahren. Whee, whee, juhu, macht das Spaß. Yippie, juhu. Ups, war ich das? Boah, Headkid, was ist los mit dir? Erst machst du einen bösen Tanz und dann bringst du hier noch alle um auf dem Schiff. Was geht denn jetzt ab? Wir sind gecrashed. Wie zu erwarten. Und es ist eisig kalt. Nicht so tief der Boden, aber trotzdem super eisig kalt. Also könnten alle erfrieren. Warum hat mein Kerl das gemacht? Warum? Warum, Herr? Okay, wir müssen alle retten. Headkid ist böse. Ah, das wirkt jetzt aber wie ein cooleres Level. Ich habe mir gedacht, das wird jetzt... Also ich wusste schon, was passieren würde. Ich habe mir schon angeschaut, wie viele Level es halt in den DLCs gibt. Und ich habe halt gedacht, wir müssen einfach irgendwie in einem Zeitlimit wie letztes Level alle retten. Auf dem Schiff, bevor irgendwie alles untergeht. Aber nee, es ist schon alles untergegangen. Und wir müssen die jetzt alle irgendwie retten, bevor sie untergeht. Ja, okay, ihr bleibt einfach hier. Zu dumm, um sich zu retten. Kann ich nicht helfen. Ja. Ein paar Sachen explodieren auch, warum nicht? Ach so, das sind keine Welpen, die ich rette. Das sind die ganzen Kinder. Von dem Filmemacher, wo ich dir wieder den Namen vergessen habe. Aber ja, die ganzen Kinder müssen wir retten. Ich darf nicht schwimmen. Okay, ich darf nicht schwimmen. Aua, aua, aua. Boah, es ist kalt. Es ist eisig kalt. Guck das halt an.
Aber trotzdem können wir mit dem Ding tanzen, oder? Ne, kann ich nicht. Okay, schade. Boah. Ich frag mich wirklich, warum Hagrid das getan hat. Eigentlich ist doch Hagrid nicht böse, oder? Na gut, vielleicht. Ja gut, sie ist nun ein Kind. Sie macht halt nur, was ihr Spaß macht. Na gut, das kann ich ja noch akzeptieren. Was ist hier das für Eisblock hier? Die Blumen? Ja, die sind ein bisschen vereist, aber ansonsten leben sie noch ganz lebendig. Alles gut. Na dann, wenn es sonst nichts ist. Ist sie noch ein Kind? Oh! Hä? Ich habe hier keinen Riss-Token gesehen. Ich habe einfach einen bekommen. Okay. Ich muss auf jeden Fall da hoch. Merke ich erst jetzt. Aber ja. 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 Woo. Und rein da. Ah, ich habe Angst. Ah, wir retten nicht nur die Kinder, sondern auch wirklich die Robben. So wie ich es mir gedacht habe. Okay. Ja, hier war mein Tintenfisch. Ach, der ist ja auch noch. Da oben ist er ja. Kumpel, kannst du mir sagen, wo ich lang muss? Kumpelblase. Ah! Aua! Aua! Ich sterbe, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hier bin ich falsch. Muss ich irgendwie hoch? Nee, das geht doch nicht. Kann ich da hinten landen? Hö? Also ich habe kein Zeitlimit, aber ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Vielleicht darüber? Ah ja, hier rüber. Okay. Gut, das sah irgendwie komisch aus. Jetzt könnte ich das nicht. Doch, doch. Das funktioniert! Und hier? Das sind Herzen. Aber da muss ich. Ah! Richtig besser können. Okay. Wunderbar. Ist hier eine Kiste? Nee, es ist ein Wäschekorb. Ey, mach mal auf da! Okay, da müssen wir oben lang. Boah! So schief alles. Boah, ich kann nichts sehen. Ich folge einfach den ganzen Edelstein. Wo ich schon 1000 von habe. Also eigentlich können wir jetzt schon das letzte Abzeichen kaufen. Das sind die letzten beiden. Sind ja zwei noch. Nur bei jeweils einem anderen Händler. Ich glaube, da hinten ist niemand. Nee. Boote. Ach, die muss ich denn zum Boot bringen am Ende. Oh Gott, okay, ich rette erstmal alle, auch wenn dann meine Steuerung richtig komisch wird. Weil ich werde jetzt schon die ganze Zeit in die Seite geschoben. Jetzt aufpassen, meine Steuerung ist jetzt komplett kaputt. Hertke bewegt sich irgendwo anders hin. Und fällt auch manchmal auf die Schnauze, also da muss ich aufpassen. Ja, genau das meine ich. Au! Ah, feels good. Nee, Hertke geht gerade nicht gut. Kein Problem. Für euch süßen kleinen Welpen. Seewelpen mache ich das doch gerne. Aua! Aber jetzt muss Mama mal hier irgendwie eine Rettung finden können für euch. Ja? Wo sind wir denn hier? Kontrollraum oder so? Aua! Seid so schwer! Vor allem die Robben! Aua! Komm schon! Ich sehe nichts! Oder habe ich jetzt alle gerettet? Ich muss den ganzen Weg nur zurückgehen. Oh, dann maybe. Kann ich von hier aus da hoch? Nee, ich glaube, ich soll jetzt wirklich zurückgehen den ganzen Weg. Kann ich das überhaupt? Hä, was? Ich bewege mich von alleine. Auch gut. Ist ja was kaputt gegangen? Kam ich von hier? Nee, oder? Ich glaube, von hier kam ich nicht. Aber hier ist auch nichts. Oder? Nee, ich glaube, hier war ein Welpe oder so. Okay, egal. Ich finde mal den Weg zurück. Und hier bricht die ganze Zeit irgendwas in die Luft. Okay. Wow. Hä? Was zum... Das habt ihr auch gesehen, oder? Warum bin ich gerade geflogen? Super Kids. Rettet den Tag. Und Kinder. Oh nein, ich erfriere. Ich sehe nichts. Meine Steuerung will nicht. Oh Gott. Ich komme halt nicht mehr zurück. Zurück würde es da lang gehen. Ah ne, warte, hier geht's lang. Ah! Sorry, ich hab's verwechselt. Okay, egal. Es ist wahrscheinlich viel einfacher, wenn ich ein
erstmal rette und dann die anderen nachhinein mache, aber dann müsste ich halt hin und her und hin und her. Und da habe ich jetzt keine Lust zu. Also machen wir einfach beide auf einmal. Let's go! Ich muss halt mich nur daran erinnern können, wo ich lang kam. Von wo ich kam. Von hier kam ich, oder? Das geht nicht mal auf. Oh oh. Oh oh. Ein Leben. Und ich kann mich nicht steuern. Ich kann mich nicht beherrschen. Oh. Nicht bonken. Das ist ein Herz. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, hab ich gesagt. Chill, 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 chill. Hier oben bist du sicher. Okay, los. Okay, hab das Herz, hab das Herz. Aufpassen, ich bewege mich von alleine. Ich muss kurz gucken. Ich muss hier hoch, ne? Von da oben kam ich. Ich weiß es noch. Ah! Es ist kalt und... Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Okay, warte, das krieg ich hin. Okay. Komm ich von da? Ja, ich komm von hier. Oh Gott. Ich hab's gleich. Hoffe ich. Wait. Da hinten, seht ihr das? Da hinten leuchtet was. Das muss ich mir kurz anschauen. Auch wenn es mich jetzt wahrscheinlich mein Leben kosten könnte. Bäh. Ich will wissen, was da drin ist. Vielleicht ist es was Hilfreiches. Vielleicht Herzen. Ein Weg? Oh, das war ein Rückweg. Oh Gott. Oh Gott. Und ich habe die ganze Chose so gemacht. Challengeweise. Warum sagt denn keiner von euch was? Was soll denn das, Leute? Ich hab, wir sind im gleichen Boot. Wir sitzen im gleichen Boot, Leute. Wir müssen aneinander aushelfen. Oh nein. Leute. Aua. Oh oh, ein Leben. Aber ich bin fast da. Die sind direkt hier unter mir. Los, wir müssen schon weg, Kinder. Setzt euch hin, Kinder. Hallo, Kinder, setzt euch hin. Ah. Puh. Gerettet. Ah. Die segeln sogar. Warte mal. Es gibt noch... Wenn ich sterbe, ne? Sag mir nicht, dass ich dann alle neu retten muss. Okay, es sind zumindest zwei Herzen jetzt, aber... Trotzdem. Pinker Boden? Hatten wir aber auf dem Schiff noch nicht, oder? Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es auf dem Schiff sowas gab. Moin! Oh Gott, wieder vier auf einmal. Okay, let's go. Bin ready. Wow, alles geht in die Luft. Hier sind Strahlen, was machen die? Oh, da kommen dann Eiszapfen runtergeflogen. Okay, aufpassen. Einfach aus dem Weg gehen. Eine Robbe. Eine Robby-Habby. Und jetzt... Erst hat, nachdem man zwei hat, wackelt man ein bisschen. Nachdem man drei hat, merkt man schon richtig den Unterschied. Und bei 4 ist es einfach extrem schwer. Aber ich sehe gerade, ich kann einfach hoch cheaten und cheat mir den ganzen Weg durch. Ja. Easy. Haha, Spiel. Und das sind Risk-Token. Ah, ich sehe von, wie ich da rankomme. Man muss das sogar machen für den Token. Okay. Ich da. Oh nein, das ist kein Seil. Das hier ist ein Seil. Okay. Rette ich erstmal die Kinder oder rette ich erstmal das Restoken? Erstmal das Restoken, komm. Joinks. Wieder hinter mir war. Hat sich da festgeklammert. Okay, ich glaube, wir müssen hier sowieso noch gleich hin. Das wirkt mir zumindest so. Okay, Kumpel. Oh, du bist es. Der Mafia-Boss. Der Boss. Yes, Boss. Habe ich volle Leben? Sehe ich das irgendwo? Wenn ich stehen bleibe? Okay, ich habe volle Leben. Dann brauche ich das Herz nicht mitnehmen. Alright, hier unter mir soll einer sein. Ah, der ist drinnen. Da ist eine Eisklappe. Wo ist das Gegenstück? Ah, ich kann die beiden hier schon mal reinbringen. Die müssen hier sogar hin. Dann ist das ja ganz gut. Das macht's mal einfacher. So, einer da. Ah, okay. Okay, gut.
Ich glaube, ich gehe mal auf die Insel dort, auf den Eisberg. Ja. Ich friere jetzt ein bisschen. Okay. Passt schon. Noch ist es nicht zu eisig kalt. Eiskalt. Tau mich auf. Hallo. Da lang. Okay. Der steht da einfach, sagt so: Ja, hey. Kitty, du musst hier lang. Und, ja, das ist so sein Job, sein Leben. Hä, aber Bro, da geht's nicht lang. Du sagst, ich soll hier rüber, aber hier ist nichts. Vielleicht kommt gleich nochmal ein drittes Rescue All und dann erscheint auf einmal was, das kann auch sein. Ja, man kann sich hier sehr viel umschauen. 7 Meter über mir. Was? Der ist hier auf dem Berg. Komm ich denn hier hoch? Hä? Wait. Hier fehlt was, oder? Sieht so aus, als würde da was fehlen. Achso, das ist der Fisch. Fisch! Okay, ich muss auch von woanders hochkommen. Von wo? Von dort? Maybe. Ich glaube, von hier komme ich da hoch. Also ich kann mir auf jeden Fall schon mal hoch. Ja. Die Punkte zeigen es mir auch hier direkt. Hi Fischi, komm mal mit. Wow, you're like pretty strong, huh? Ja, schon, könnte man sagen. Da ist ein Enterhaken-Ding. Jungs. Okay, wie komme ich da rein? Ich glaube, ich bin... Richtig, ich bin richtig, ja. Okay. Ah, hier ist der Kindergarten. Irgendwer hat im Kindergarten vergessen... Oh, er wollte im Kindergarten gerade seine Kinder abholen. Be careful, was? Me will be careful. Trust me. Geht schön. Alles machen. Wihi, juhu. Wihi, juhu. Oh, er fällt gleich um, seht ihr das? Hui. So, ihr seid gerettet. Ihr könnt schon mal nach Hause fahren. Don't wait up for me, pup. Get in a boat and scram. Was? This is my dang ship and I'll go down with it. Nein! Das kannst du nicht machen! Wir müssen ihn doch retten können! Ja, jetzt ist die Platte an. Okay, ich hab mir schon gedacht, dass da was ist. Er will untergehen. Nein! Wait! Was, where are you going? You wanna see him? Okay! Oh Gott! Eine Minute, um ihn zu retten! Zählt der Hut? Ja, der Hut zählt! Den kann ich jetzt benutzen? Ich bin hier falsch! Ich weiß nicht, wo lang! Oh Gott, das ist mega der Stress, weil ich einfach den unbedingt retten möchte, aber. Aber. Ich weiß nicht. Von wo? Von hier? Ach, von der Plattform, die ich gesehen habe. Da! Och, bin ich blöd. Oh, es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Ich glaube, die schaffe ich jetzt nicht mehr. Komm schon. Ah, von hier. Ah, 40 Sekunden hin und zurück. Oh Gott. Ich kann aber ein bisschen schummeln mit der Zeit. Ein bisschen kann ich schummeln. Wo ist er? Er ist da drüben. Er ist nicht weit weg. Er ist hier drin. Richtig? Richtig? Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das hier richtig ist. Oh Gott, ich schaff das nicht. Weil ich nicht weiß, wo ich lang muss. Oh! 20 Meter entfernt. Sind die Zeit? Das schaffe ich nicht. Ich bin komplett falsch. Ich weiß halt nicht, wo lang. Kann ich das resetten? Oh nein, ich will das restarten. Wenn ich jetzt sterbe durch die Zeit, ne? Bitte sag mir nicht, ich muss die ganze Mission dann neu machen, weil dann ist alles schlecht. Ja, ich habe verloren. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ach man. Hier lang? Ja, oder? Ich weiß es nicht einmal. Ja, ist vorbei. Ich komme auch nicht mehr zurück. Niemals. Ja, ich gehe jetzt unter. Keine Ahnung, Alter. Die Zeit geht sogar gar nicht in echten Sekunden. Hier lang. Kann ich ihn zumindest noch schnell finden? Damit ich weiß, wo ich lang muss. Das nächste Mal. Nö.
ist vorbei. Bitte, gab es einen Checkpoint oder irgendwas in der Art? Bitte. Okay, okay. Puh. Alles klar, okay, der zeigt mir jetzt hier hin. Da lang. Okay, ich weiß jetzt wieder, wo der Raum ist. Weil ich war ja gerade richtig. Ja, ich will ihn retten. Wir können doch nicht ohne ihn einfach losgehen. Okay, okay. Habe ich verstanden. Ihr werdet ohne mich gehen. Macht das. Aber erst in einer Minute. In einer großzügigen Minute. Okay, gut. So, also hier lang gehen. Ah, ja doch. Genau, hier lang. Dann hier lang. Dann hier runter. Ja. Dann war hier oben irgendwo ein Schacht. Hä? Oh, da war ein Token. Aber jetzt bin ich stuck. Nee, doch nicht. Ich habe noch nichts gesehen. Nicht hier. Warte, wo war das? Da oben. Ein bisschen weiter oben war es, okay. Ja. Hier. Halbe Minute nur noch. Boah, geht das schnell vorbei. Boah, darfst du gar keine Fehler machen, weil ich muss ja auch den Weg noch zurückfinden. Hey, Kumpel, ich bin hier. Ich nehme auch so mit. Now! Okay, ich komme ja schon. Da lang? Wait, wait, wo lang, wo lang, wo lang? Okay, hier direkt raus. Put me down, Pop. Oh, die Zeit ist verdoppelt worden. Schön. Nur leider weiß ich jetzt nicht, wo das ist. Ist das hier? Ah, Gott. Als ob ich noch weiß, wo der Ausgang war. Das ist ja noch schwieriger als das gerade. Ich finde es lustig. Die wird einfach tragen, wie lustig. Ist es hier? Oh, bitte sag, ist es hier? Hier könnte doch mal eine Wand aufgehen, oder? Hier? Nein? Oh, was zur Hölle? Oh nein, ich habe das nicht aufgemacht. Ja, ich bin tot. Ich weiß auch nicht, wie ich so strong bin. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich dachte, ich soll den Weg zurückgehen, aber wegen der Katzen habe ich mir dann jetzt gedacht. Nee, ich muss woanders lang. Da lang? Ist hier ein Weg? Nein! Ach, verdammt! Ich bin hier komplett falsch! Ach, das ist doch dumm! Put me down. Nein! Lass dich nicht sterben, Bro. Wir fliehen jetzt. Also, beim nächsten Try. Weil... ja, ist offensichtlich, dass ich einfach nicht check, wo lang. Ist halt nichts offen. Wo soll ich bitte lang? Ja, von ihm, von hier habe ich ihn gerettet. Oder soll ich einfach nur zurück? Soll ich einfach nur zurückgehen oder was? Frag mich nicht. Hallo. Ach, okay. Noch schneller kommt man eigentlich nicht zu ihm hin. Ja, komm, nimm ihn halt. Come on. Wo ist das? Wo muss ich da lang? Da, da. Put me down, Pop. Ich weiß halt einfach nicht, wo ich dafür lang muss. Hier ist ja nichts. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich... Hallo, ich sehe nichts. Oh, Kamera. Kamera-Moment. Okay, wisst ihr was? Ich gehe einfach den gleichen Weg, den ich gekommen bin, zurück. Mal gucken, ob das funktioniert. Mehr fällt mir nicht ein. Wenn das nicht funktioniert, dann habe ich keine Ahnung. Was, das ist doch dieser Raum hier. Hä? Das war doch gerade von der... Ich sehe halt nichts. Der ist so dick. Sorry, Bro. Irgendwer muss es dir sagen. Das war doch von dem Raum hier. How are you so strong? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was auch immer. Bin ich nett? Ich bin wieder zurückgegangen. Oder? Nee, bin ich nicht. Nee, bin ich schon richtig. Aber
Oh, er zeigt mir dahin. Oh, danke, Kumpel. Okay, das heißt, ich bin ja nicht falsch. Vielleicht auch nicht richtig, aber auch nicht falsch. Von hier kann ich es noch schaffen. Und zwar... Ach, ich sollte hier... Okay, sorry, Leute. Ich dachte, das wäre ein anderer Ort, wo ich hin sollte. Okay. Ist trotzdem sehr verwirrend irgendwie. Zumindest für mich. Vielleicht bin es auch nicht ich. Okay, aber ein Fortschritt schaffen wir es jetzt. Hier zu tragen. Mit einer Hand. Schon ein bisschen stark. Krass. Komm schon. Ach, jetzt weiß ich, warum der hier hin zeigt. Warum man erst jetzt hier hin soll. Okay, aufs Schiff. Oder aufs Bötchen, hättest du gesagt. Hui, hab ihn gerettet. Pup, why wouldn't you just let me go down with my ship? I can't drown, but at least I could pretend for a bit. Er hätte sowieso nicht ertrinken können, okay. Although without me, this crew will never be able to get the lifeboats to shore. Fine. Crew, let's go home. Hey. Thank you, miss. Like, thanks, dudette. I totally didn't see this coming. Hey, thank you, lass. The little ones haven't learned to swim yet. Hopefully our insurance covers this. Anyway, I can't give out refunds, but it looks like there's something shiny on that iceberg over there. Huh. Funny how our ship crashed right next to it. Yeah. It's all yours, pup. Ja, dankeschön. Die Kinder haben damit rumgespielt. Und jetzt gehört es uns. Habe ich euch auch gerettet, was? Ja, na gut. Okay. Warte, wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Nein! So, ja, der zeigt schon den nächsten DLC, aber wir sind noch nicht fertig. Auch wenn man es meinen würde, es gibt noch ein Time Riff, was wir machen können. Insgesamt gibt es ja also 5 Level. Und ja, das ist das letzte. Und das ist bei dem Balkon. Oh, mit dem, mit der Meerjungfrau-Statue. Ja, da renne ich dann mal ganz fix hin. Bis gleich. Soweit ich weiß, kommt man hier, wo der Captain ist, an diesem Ort am einfachsten dorthin, wo wir jetzt lang wollen. Und zwar dort, wo das Time Rift ist. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird sich hier befinden. Doch, doch, das ist schon hier. Oh Gott. Wahrscheinlich ist es so ganz weit oben, oder? Na gut, dann müssen wir halt nur mal lernen zu klettern. Und das war der falsche Ort zum Klettern. Ich muss erstmal hier lang. Okay, hallo Fischi. Tschüss, Fischi-Kopf. Die anderen sind einfach ertrunken übrigens. Ganz Mafia-Typen und so. Ja, wir haben die alle retten können. Ist halt so. Was soll's. Keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Oh, ich höre es. Es ist hier hinten. Ich hab's hier gesehen. Wo ist es? Ist es unter mir? Ich glaube, es ist über mir. Okay, okay, okay. Ballonsprünge sind gar nicht mal so einfach, finde ich. Da ist es! Ich sehe es, ich sehe es. Da hinten ist es. Okay, wir kommen jetzt auf die andere Seite. Von hier aus, genau. Zack. Und dann zack. Und dann sind wir schon da. Jupp. Ja, ihr denkt euch wahrscheinlich, warum ist der DLC so kurz? Das liegt einfach daran, dass hier durch, also durch diesen DLC auch noch dieses Deathwish freigeschaltet wurde. Wo man alle Level nochmal schwieriger machen kann. Das werde ich vielleicht auch nochmal machen. Aber ich glaube, ihr habt wahrscheinlich mehr Lust. Und ich auch. Wenn wir nach diesem DLC direkt den nächsten anfangen. Und noch nicht irgendwie so ein Bonus-Zeugs da machen mit schweren Missionen. Vor allem sind das halt, Spoiler, sind insgesamt 30 Level, die man bei Deathwish machen kann. Und das ist halt super viel. Ich habe sogar gesehen, theoretisch kann man auch Community Maps spielen, statt Deathwish zu machen, aber ich würde, wenn dann, beides machen. Ich würde, wenn dann, beides tun. Oh, schaut mal, das hat jetzt einen Sinn. Ah! Okay, wisst ihr was? Jetzt machen wir was safe. Okay. Nein! Ah, schade, ich wollte so.
Wow. Okay. Und go. Und Hookshot. Ja, ich wüsste keinen Grund, warum nicht einer seiner drei Anstecker Hookshot sein sollte. Man muss es immer gebrauchen. Man sollte es immer haben. Außer dass er noch nicht gefunden, gibt es keinen Grund, Hookshot nicht ausgerüstet zu haben. Oder sehe ich das falsch? Oh, die Banner wieder. Da oben ist es schon. Wuhu! Yippie! Ja, mein Fazit zu diesem Chapter. Weiß ich nicht. Hat mir jetzt nicht so doll gefallen. Ich fand die Idee ganz cool, aber. Erstes Level noch in Ordnung. Zweites Level einfach nur purer Stress. Time Rift war auch einfach schrecklich. Zumindest von der Schwierigkeit her. Und das letzte Level jetzt gerade war in Ordnung. Nur sehr desorientierend. Vor allem, weil man diesen Ort gar nicht kannte. Ne, war ja alles neu. Also ich würde sagen, DLC war in Ordnung. Aber vielleicht ist der Deathfish cooler. Das schauen wir uns dann irgendwann mal an und schnell durch, schnell durch, schnell. Aua! Ja! Egal. Ich brenne mir gerne den Arsch ab. Dafür, dass ich das jetzt hier durchschaffe. Oh, das ist interessant. Whee! Whee! Joins! Nein! Was? Okay, die Dinger spawnen jetzt gerade wieder. Und los. Wow! Habt ihr das gesehen? Okay. Immer nur einzelne Sprünge machen. Weil so ein Dive ist sehr schlecht. Außer ich. Ah, stimmt. Außer ich breche in der Luft ab. Das kann ich natürlich machen. Einfach in der Luft abbrechen. Komm, geht weg. Meine Güte. Egal, hier ist noch ein Herz. Was soll's. Okay. Ich warte. Wie lange macht ihr? Okay, jetzt. Und rüber. Okay. Aufpassen. Die Kreissägen. Durch die kann ich nicht mehr springen, wenn die mich treffen. Herz. Herzchen. Ich möchte ein Herzchen. Okay, nicht zu weit nach oben. Sonst muss sie kurz Pause machen, wenn sie landet. Okay. Und rüber. Und rüber. Oh Gott sei Dank. Alright. Hey, das war doch nicht so schwer. Okay, ich hab meine Klappe. Lieber leise sein. Wie komme ich da hoch? Ah, von dem anderen. Ja, nee. Ich dachte, da wäre wieder so ein grünes Ding. Nein. Der Nuren guckt mich an, ich hab Angst. Der leuchtet so hell und so grell. Ja, gib her. Es gibt hier 5 Hourglasses. Arctic Cruise, all clear. Und wir können drehen. Du am Glücksrad. Ihr neues gefunden. Ja. Oh, neue Farbe. Cool, aber mir egal. Lol. Oh, das sieht schön aus. Da ist Pink und Gelb drin. Das will ich mal mir anschauen, ja. Und dort machen wir doch nächstes Mal weiter. Ha. Interessante Farbe. Meist ist gelb, so ein bisschen der Rest ist so lilahaft. Ja, ist ganz nett. Aber meine Mainfarbe ist und bleibt das Waldtier. Der springt jetzt noch. Ich glaube, der will jetzt nur sagen, dass ich jetzt hier fertig bin, ne? Zongs. Ja. Alright, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann Niakusa Metro an. Yeah! Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich bin gehypt.